Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide for you. Oh, sehr cool. Schön. Hallo, herzlich willkommen. Wie Sie gerade unschwer erkannt haben, habe ich zwei Sänger hier sitzen. Das ist die Romina und der Done. Hallo. Und es ist ganz neu für mich, dass ich zwei Gäste habe. Das ist das allererste Mal. Jan hat ja gerade gehört, ihr singt. Das ist eine Gemeinsamkeit. Ihr teilt auch das Bett miteinander. Ihr seid ein Paar. Und ihr habt auch was jetzt geteilt, die letzten paar Wochen zusammen. Und zwar wart ihr das Baronenpaar der Zigeunerinsel in Stuttgart. Für alle, die das nicht kennen, Romina, kannst du ganz kurz erklären, was das bedeutet, das Baronenpaar einer Gesellschaft zu sein? Ja, man repräsentiert die Gesellschaft und man macht viele Termine mit. Man darf überall dabei sein und nimmt die Orden entgegen. Und ja, darf mitfeiern und einfach Teil der Gesellschaft sein. Wie hat euch so die Stuttgarter Fasnet gefallen? Also ich kannte weder jetzt so wirklich Gardetanz noch irgendwie, dass es Prinzen oder Prinzessinnen oder die Tollitäten einfach gab. Jetzt geht's zurück in den Alltag. Vorbei mit der fünften Jahreszeit. Der triste Alltag kommt wieder oder ist er gar nicht so trist? Ich bin tätig in Lorch bei einer Handelsagentur und ja, das heißt für mich natürlich auch dann wieder Alltag. 8 bis 17 Uhr, ganz normal. Genau, man geht arbeiten und kommt dann nach Hause. Aber ich freue mich auch wirklich dann ja, auf ein freies Wochenende, auf wenig oder wenige Termine, nicht ganz so viele Termine. Ja. Ihr, das habe ich ja am Anfang gesagt, seid ein Liebespaar. Ihr habt euch bei der Arbeit kennengelernt, wie wahrscheinlich einige meiner Zuschauer. Wie das vonstatten gegangen ist und wo ihr euch kennengelernt habt und wer wen an Land gezogen hat, darüber quatschen wir gleich. Vorher schalten wir in einen oder anderen Beitrag, weil ich habe auch immer andere Themen in meiner Sendung. Geht ihr manchmal ins Theater? Oder ja, gerne? Ja. Dann kann ich euch was Cooles empfehlen. Und zwar in Esslingen gibt es ein neues Stück. Das wird auf die Bühne gebracht, auf der Landesbühne. Und zwar der Film von Helmut Dietl über die Hitler-Tagebücher hat das erste Mal den Weg auf die Bühne gefunden. Und das ist sehr spannend. Schauen Sie rein. Es war einer der größten Medienskandale der Bundesrepublik Deutschland. 1983 ging das Magazin Stern an die Öffentlichkeit, um bekannt zu geben, sie haben einen Sensationsfund. Sie seien in Besitz von Adolf Hitlers Tagebüchern. Und wenn ich denke, dass ich hier und heute berühre, was er damals mit seinen Händen hielt, dann weht einem hier schon sowas an. Diese Nachricht fand weltweit Beachtung. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass der Stern dem Fälscher Konrad Kujau auf den Leim gegangen war. Über 9 Millionen D-Mark hatte der Stern bis dahin für insgesamt 62 Bände an den Fälscher bezahlt. Die Geschichte wurde 1992 verfilmt. Jetzt ist die Komödie Stonk erstmals auf der Bühne zu sehen und feierte vergangenen Samstag an der Württembergischen Landesbühne Esslingen ihre Uraufführung. Markus Grube ist verantwortlich für die Bühnenfassung. Dabei gab es für den Regisseur eine ganz besondere Herausforderung. Naja, es ist so, der Film hat andere Bildmöglichkeiten und der Film hat, einmal kann er sehr große Bilder liefern und das tut Stonk auch, es ist Hamburger Hafen und Hamburg als große Stadt und zum anderen sind es sehr schnelle Schnitte natürlich im Film und wir haben diese Möglichkeit des Schnittes nicht, bei uns guckt der Zuschauer permanent das ganze Bild und ich muss gucken, dass ich die Leute reinkriege und wieder rauskriege und es soll ja auch ein Tempo haben, eine Komödie hat im besten Fall ein gutes Tempo und ist Timing und Rhythmus stimmen einfach so. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung für das ganze Ding. Das Stück tourt durch Deutschland. In Esslingen ist Stonk das nächste Mal am Samstag, den 17. Februar, zu sehen. Wir sind zurück heute mit meinen Gästen Romina und Done, beide Sänger. Und damit wir mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ihr beiden zusammen singt, hier ein kleiner Eindruck. Well, in the hill, on the other
habt euch beim Stuttgarter Hofbräuregiment, das kennen viele bestimmt, das ist eine Partyband, die überall auf Festen spielt, in Zelten, kennengelernt. Du warst schon da, du bist eines Tages reingeschwebt, Dona hatte Herzchen in den Augen. Und dann? Was ist dann passiert, Dona? Hat sie sich dann sofort um deinen Hals geschlungen und gesagt, ja, ich habe auch schon mein Leben lang auf dich gewartet? Eher nicht. Es war eher negativ. Darf man das sagen? Also sie dachte eher, nee, der gar nicht mein Typ. Das kennen ja viele die Situation. Man verliebt sich in einen Menschen oder denkt auf einmal, okay, ich spüre irgendwas und derjenige will eigentlich gar nicht. Wie hast du es denn geschafft? Gib jetzt mal einen Tipp an alle Männer. Wie kriegt man so eine tolle Frau rum? Man hat mal Glück im Leben, sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt eigentlich kein Rezept. Ich hatte Glück. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Jetzt habt ihr quasi gemeinsame Leidenschaft, also du machst es als Hobbysänger, du möchtest gerne irgendwann damit dein Geld verdienen. Ist das ein Fluch oder ein Segen, dass man so dieses gleiche Ding hat zusammen? Ich sehe es als Segen an, dass wir das Gleiche machen, weil es ist ja auch oft das Thema dann in der Beziehung mit Eifersucht, wenn man dann auf der Bühne steht und ja, die Männer oder Mädels himmeln einen an und ich sag mal, wir als Musiker verstehen das dann schon besser wie jemand als Nichtmusiker, der dann halt von unten zuguckt, sag ich mal. Ja. Wie eure Pläne in der Zukunft aussehen und was ihr sonst noch so treibt, außer singen, darüber reden wir gleich. Wir schalten jetzt ganz kurz ab in die Werbung und sind gleich wieder da. Und wir sind zurück mit Romina und Done. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Romina, wie sieht die Zukunft aus musikalisch? Wo geht's hin? Ja, ich bin gerade an eigenen Songs dran und schaue natürlich, dass dieses Jahr mein Jahr wird und schaue, dass die nächsten Monate vielleicht dann auch von mir eigene Songs zu hören sind. Das heißt, du willst ein Album rausbringen? Ja, auf Deutsch wird es sein, genau. Und, wir haben natürlich auch eine gemeinsame Zukunft in Plänen, was das Singen angeht. Also ich möchte noch Hochzeitssängerin bin ich unterwegs und Ihr dann auch zusammen oder Done, bist du dann immer im Hintergrund in Zukunft? Nein, wir auch zusammen und ich habe auch schon die eine oder andere Hochzeit bei uns gemacht und das ist dann auch was ganz Tolles, sage ich jetzt mal. Also nicht nur auf der Bühne zu stehen als Rampensau, sondern dann auch wirklich Lieder zu singen, die dann auch anspruchsvoller sind, sage ich jetzt mal. Das ist dann schon ein Highlight auch bei mir. Euer Leben ist ja so bunt, ne? Es passiert so viel. Und jetzt engagiert ihr euch auch noch ehrenamtlich. Du bist bei den Stadtgesichtern in Ulm, hilfst psychisch kranken Kindern. Genau. Wie sieht deine Hilfe konkret aus? Also unsere Hilfe dreht sich eigentlich um Kreativität, dass man einfach mental sich entfalten kann, dass man sich ausleben kann in Bildern malen, da einfach Freude mit hat. Cool. Done, du bist auch ehrenamtlich am Start, ne? Schatzkiste heißt genau. Der Verein, der dir am Herzen liegt. Genau. Wir unterstützen im Prinzip behinderte Kinder, chronisch kranke Kinder, aber auch Schicksale. Sehr schön. Schön, auch diese Seite von euch kennenzulernen. Wir schalten ganz kurz in meinen nächsten Beitrag. Und zwar waren wir beim Stuttgarter Filmwinter und da schauen wir jetzt rein. Der Filmwinter ist ein Festival für Kurz- und Experimentalfilm. Es werden Filme gezeigt aus über 50 Ländern, aus zum Beispiel Japan, aus Portugal, Italien, aber auch natürlich deutsche Produktionen. Insgesamt über 4 Tage werden 250 Filme gezeigt. The way the hair glows. The way the hair glows. I kiss with my hair legs. Das Motto dieses Jahr lautet Inside the Fluffy Filter Bubble. Und da geht es eben darum, dass durch die digitale Welt haben sich eben solche Filterblasen nochmal verstärkt gebildet. Das heißt, man bekommt nur noch seine eigene Meinung wiedergespiegelt. Und die Idee ist, dass wir eben aus dieser Filterblase ausbrechen und neue und auch weitere Blickpunkte eben erfassen können. Und genau das wollen wir eben mit dem Festival tun, dass die Leute, die hierher kommen, einfach weitere Blickpunkte bekommen. Wenn sie keinen Ausweis haben, müssen sie leider wieder einen Tag zurückschwimmen. Ich habe Ihnen doch schon versucht zu erklären, ich bin über Bord gegangen. Ja,
Ich war mit einem Luxusdampfer unterwegs. Band 5 ist der Trägerverein des Filmwinters. Der wurde vor 31 Jahren gegründet von Enthusiasten, die eben ein Filmfestival auf die Beine stellen wollten. Und daraus hat sich eben der heutige Filmwinter entwickelt. Êtes-vous jolie? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Ihr Lieben, wir sind am Ende. Wir haben viel von euch erfahren, vielen, vielen Dank. Und meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps. Und ihr dürft euren in die Kamera sagen. Wir haben uns überlegt, unser Tipp ist am 6. Juli im Schwabenpark in Welzheim. Da haben wir 1500 Karten, Freikarten für chronisch kranke, behinderte Kinder, die dort in dem Park sich austoben, sich entfalten können. Mit wir meinst du die Schatzkiste der Vereine? Genau. Ne? Genau. Das ist eine tolle Geschichte. Mein Tipp ist, Jenny Marsala war auch zu Gast bei mir, die Sängerin aus Stuttgart. Die tritt das erste Mal jetzt auf am 18. Februar im Theaterhaus in Stuttgart mit ihren eigenen Songs. Also den Abend kann ich sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Und eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder. Ja, wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und Ihnen sage ich natürlich Dankeschön fürs Zuschauen und eine gute Zeit und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.